Herzlich willkommen zu eurem Reisemagazin, heute mit extra viel G. Erst gehen wir nach Grönland, tolle Bilder gibt es da zu sehen, dann Grüße aus Rio und zum Schluss ganz verrücktes Quiz. Viel Spaß! Meine Kollegen von der Cara haben uns fantastische Bilder aus Grönland geschickt. Der Eislotse war an Bord und dann gab es natürlich, wie sie es gehört, richtig toll Wale zu sehen. Guck mal! My name is Fritz Bloch and I'm a ice pilot or pilot and I have experience for about 45 years here in Greenland and I was retired as active captain 5 years ago and since that time I have sailed as a pilot advisor for the different cruising ship here in Greenland. All passenger ships with over 250 passengers has to have pilot on board. So I'm now a member of a group of pilots who sail up here and on board here we are two pilots. We go watch 6 to 6. Our present job is to advise. We can take over the ship and have the command, but the man with responsibility and last is the captain. Normal pilot in Europe, they have to concern about ships, other ships, and marks up here. We have to concern about the ice. And then we had to look very sharp because there is ice all over Greenland, more or less much ice. Most of my sailing up here has been on the east coast and the far north. And when you have stopped in the ice for 1 week, 10 days, can't move, can do nothing, just wait and see what will happen. Then you will get excited again because there is no help to get anywhere. And of course also, when we were stuck in the ice, we saw 12 ice bears around the ship and it was marvelous to see the wild animal close to the ship. Feel the magic all around. Wirklich tolles Erlebnis, die Tiere hier so nah in so guter Laune hüpfen, springen und ums Schiff schwimmen zu sehen. Unvergesslich. Großartige Bilder, oder? Und vom Norden jetzt ruckzuck in den Süden nach Rio. Unsere Gastweltreisereporterin Heike Senf hat uns ein paar Grüße geschickt. Aber seht selbst. Bon dia! Oder viele Grüße aus Rio. Mittlerweile sind wir an einer unserer Highlight-Stationen hier in Rio angekommen. Und wie ihr seht, ich bin natürlich auch an einem spektakulären Punkt. Die Fahrt war schon genial hier hoch. Aber die Aussicht von hier oben ist einfach spektakulär. Corcovado, einfach ein Muss in Brasilien. Ganz liebe Grüße euch nach Hause. Bon dia! Und wenn es an Bord ins Programm passt, dann spielen wir verrückte Spiele. Und dieses Mal hatten die Gäste sozusagen die Fragen und wir mussten antworten. Und was dabei rausgekommen ist, seht ihr jetzt. Warum sieht man in Schweden an den Türrahmen von immer mehr Geschäften rote, grüne und gelbe Striche? Hat es vielleicht damit was zu tun, wie voll der Laden ist? Also wenn der Laden, wenn noch was passt, dann ist es grün und wenn es so gerade davor ist, nicht mehr zu passen, dann wird es gelb. Du meinst so, lohnt sich reinzugehen oder ja, jetzt lieber nicht? Ja, lohnt sich reinzugehen, teuer, wie so eine sehr Ampel. Teuer, rot, so nicht wie so teuer, gelb. Also am Krabbeltisch dann? Der Juwelier kriegt rot. Verändern sich diese Farben? Also leuchtet das auf gegebenenfalls? Nee, oder? Die sind fest installiert. Also ihr müsst euch das so vorstellen. Mit der Tradition der schwedischen Farbe zusammenhängt. Na, hat damit nichts zu tun. Alle AIDA-Fans, denen ist nur die Farbe blau ausgegangen. Sehr gut. So eine Art Zeichen, dass so wie bei der Mafia, wir haben bezahlt, wenn ihr uns was tut, dann passiert das. Schutzgeld.
Es geht zumindest in die Richtung. Ja. Ich kenne das zum Beispiel von Deutschland so als hier, wenn man gerade überfallen wird oder es läuft ein Taschendieb hinter einem her, dann bietet dieser Laden einem Zuflucht. Das heißt irgendwie bei uns hier. Ihr seid oder sowas. Ganz knapp. Besonderen Sicherheitsvorkehrungen, dass die Leute gar nicht erst reingehen, würde ich sagen. Ich lasse es gelten. Die Striche geben nämlich die Körpergröße an. Grün 1,60 bis 1,70, gelb 1,70 bis 1,80 und rot 1,80 bis 1,90. Und diese Maßnahme soll das Zeugen von Raubüberfällen oder von Diebstählen erleichtern, die genaue Körpergröße des Täters anzugeben. Oha. Und so kann man genau sagen, wie groß... Und da sagst du, wir waren nah dran. Ja, ja. Flasche Prosecco geht an die Familie Lonzen. Ja, wir machen weiter mit Familie Mohr. Wo sind die Langerhanschen Inseln? Global würde ich sagen, irgendwo mitten im Meer. Ich würde behaupten, sie sind im menschlichen Körper und zwar in der Bauchspeicheldrüse. Richtige Antwort. Oh, wow. Oh, das war gute Biologie. Oh, la, 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 la. Gut. Was ist eine Schamwand? Eine Schamwand. Ich weiß jetzt schon, dass ich die Bilder nicht mehr aus dem Kopf kriegen werde. Also ich weiß, dass es zum Beispiel in skandinavischen Kirchen gibt es solche, ich nenne es mal so kleine Emporen, wo man hochgeht, wo sich die hinsetzen, die entweder den Tag vorher getrunken haben und nicht entdeckt werden wollen, aber trotzdem in die Kirche gehen wollen. Ja? Und die sind dann quasi durch so eine kleine Holzabsperrung, sind die abgetrennt von den anderen. Da können die sich da schön schämen, aber trotzdem zur Kirche gehen. Na, sag mal, wie nennt man das auf der Toilette? Zwischen den Urinalen. Ist das nicht ohne Schamwand? Ah. Richtige Antwort. Boah. Warum rettete Justin Biebers Song Baby einem Russen im Jahr 2014 das Leben? Ach, weil er den gesungen hat, weil er den über sein Handy gespielt hat und das damit einen Bären abgelenkt hat, der ihn eigentlich fressen wollte. Richtige Antwort. Oh. Du was denn hier los? Oder Bravo. Sag mal, da müsst ihr aber scheußlich singen, dass sogar ein Bär Angst bekommt. Ja, tatsächlich hatte der Bär Angst bekommen durch dieses Lied. Kann ja nicht anders sein. Ne? Was ist ein reitender Urzwerg? Ein reitender Urzwerg? Da kenne ich viele. Irgendwas kann ich jetzt nicht. Im Galopp oder im oder im Trab. Im Trab. Eine Sache, die sich bewegt. Es bewegt sich. Ah. Regelmäßig? Reitend. Es bewegt sich, ja. Ab und an. Also das gibt es schon in der echten Welt, ja? Ja, ja. So. Aber du zögerst... Auch in unserer echten Welt oder nur in deiner echten Welt? Das ist ein so eine Art Tierchen, ein Amöbe, Bakterie. Ich muss es... Ja, gelten lassen. Also ein Geißeltierchen oder sowas. Richtige Antwort. Das kleinste bisher erforschte Lebewesen. Ein kugelförmiges Bakterium. Und es lebt im heißen Wasser und reitet auf einem größeren Bakterium. Ach. Richtige Antwort. Sehr gut. Guck mal. Eine Flasche Sekt. Der reitende Urzwerg. 1A. Und wenn ihr jetzt Lust bekommen habt auf tolle Ausflüge, auf Wale, auf Spaß, Spiel und Spannung an Bord, dann seid ihr bei uns genau richtig. Auf www.aida.de oder im Reisebüro erfahrt ihr alle Details. Und jetzt kommt sie, die Verlockung der Woche. Wir starten in Palma de Mallorca und besuchen als erstes Malaga. Weiter geht es zur andalusischen Stadt Cadiz. Nach einer eindrucksvollen Fahrt über den Tejo erreichen wir Lissabon, die Hauptstadt Portugals. Die nächsten Häfen sind Leixões und La Coruña. Von hier geht es weiter nach Le Havre und Dover. Wir besuchen noch Seebrügge, Rotterdam und Oslo und wir erreichen das Ziel unserer Reise, Kiel. Unsere Kollegin Frances arbeitet eigentlich im Housekeeping, aber sie kann auch toll singen und immer wenn sich die Gelegenheit ergibt, dann geben wir ihr die Bühne dazu. Und das freut die Gäste, das macht allen Spaß und ich hoffe, ihr habt jetzt richtig Spaß, wenn sie singt und dazu die Bilder der Woche kommen. Bis dann!